Hallo, wer kennt es nicht, diesen Spruch, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Ja, so war das bei den Kindern. Und die Kinder gucken ja gerne abends unterm Bett, ob er nicht da ist, der schwarze Mann. Ne? Ja, der schwarze Mann aber, wenn er im Bett liegt, der guckt unter seinem Bett, ob da nicht Chuck Norris liegt. McCook hat sie im Horstus Deorum, dem Garten der Götter Colorados, erforscht. Sie ernähren sich ausschließlich von Honigtropfen, die von den Galläpfeln einer bestimmten Eiche, der Quercus undulata, ausgeschwitzt werden. Damit pumpen sie sich so voll, dass sich der Umfang ihres Hinterleibs verdrei- und vervierfacht. Wem es gelingt, ihn zu verfünf- oder gar zu versechsfachen, rückt zum Rang eines Behälters auf. Die betreffenden Tiere werden im Nest weiter vollgefüllt, bis sie auf das Achtfache ihres normalen Gewichts erreicht haben. Dann krallen sie sich mit ihren Vorderbeinen an der Decke einer der in roten Sandstein geschnittenen 10 oder 20 Honigkammern fest und bleiben dort bis an ihr Ende hängen. Ja, sogar darüber hinaus, denn oft lösen sich ihre Krallen erst 2, 3 Tage nach ihrem Ableben. Man erkennt zwar die Nachteile des so beschwerlichen, aber ehrenvollen Zustandes, doch fragt man sich, welche Vorteile er bieten mag. Liegen sie in der Wollust des Auswirbens, in einer unwahrscheinlichen Stupidität, in der Befriedigung einer unbegrenzten Eitelkeit oder in den Freuden schrankenloser Hingabe? Was in unserer Welt unglaubhaft schiene, brauchte es darum, in der Welt der Ameisen nicht zu sein. Das Insekt erreicht gewöhnlich eine Größe von 5, auch 6 Millimetern. Ist es zum Bersten aufgeschwollen, wird es ganz durchsichtig und bekommt den Umfang einer Weinbeere, die einem, wie man behauptet, köstlichen und von den Einwohnern des Landes sehr geschätzten Honig enthält. Das von McCook untersuchte Ameisennest mit seinen übereinanderliegenden Laufgängen, Speichern und Galerien war etwa 3 Meter lang, 1 Meter hoch und 50 Zentimeter breit. Die Tiere hatten es völlig in roten, meist recht brüchigen Sandstein gegraben, der aber wesentlich härter war als Pflanzenerde. Es umfasste 10 Honigkammern, jede barg eine 30 lebende Schläuche. Einige 30 lebende Schläuche. Löst sich durch Zufall einer dieser Ballons von der Decke und plumpst zu Boden, so stürzen sich, wenn er dabei geplatzt ist, die mageren Ameisen auf die zuckrige Beute. Bleibt er heil? So kann er sich wieder aufrichten, noch auf seinen Posten an der Decke des Vorratskellers zurückgegangen. Trotz der Honiglockung rührt ihn niemand an, es hilft ihm aber auch keiner. Verzweifelt zappelt er mit den Beinen in der Luft herum und stirbt schließlich, manchmal erst nach Monaten an Ort und Stelle. Dann trennen die Mageren den Brustkorb vom Hinterleib ab und rollen ihn, ohne ihn durch die Berührung mit ihrem Kiefer zu entweihen, aus der Stadt bis hin an den Ort, der als Totengarten dient. Dort lassen sie ihn liegen. Das ist in Kürze alles, was man über ihre Lebensgewohnheiten weiß. Ich glaube, die Mond- oder Betelgeuse-Bewohner würden uns nicht fremdartiger und rätselhafter vorkommen. Wir wollen uns nicht beklagen, dass man hier, wie so oft, den Dingen nicht auf den Grund kommt. Wir werden stets der Spielball des Augenblicks bleiben und dürfen nicht auf das Absolute hoffen. Was erworben ist, bleibt erworben und Jahrtausende, ja Millionen liegen vor uns, um aufzuklären, was noch der Lösung verharrt. Im Übrigen gibt es eine dringendere Probleme als dieses, wenn auch alles miteinander in Beziehung steht. Die geringste eindeutige Antwort auf die allerkleinste Frage, mag sie uns vom Antares, einem der weißen Zwerge oder von dem Ameisennest kommen, betrifft alles, was uns näher angeht. Siebtens. Wir wollen diese den Spinnerinnen und Honigameisen gewidmeten Kapitel damit beschließen, dass wir rasch eine Anzahl weniger bedeutsamer Tätigkeiten, mit denen wir uns noch nicht beschäftigt haben, vorüberziehen lassen. Wie wir wissen, ist die Arbeit im Ameisennest viel methodischer und überlegter organisiert. Als man nach der wirren, an der Oberfläche des Ameisennestes üblichen Aufgeregtheit vermuten sollte. Nebenbei ist dies scheinbare Durcheinander meistens durch uns hervorgerufen.
wenn wir plötzlich von den Tierchen erscheinen und mit unbedachten Bewegungen sie gleichsam wie mit einem Weltuntergang bedrohen. Im Dunkel der unterirdischen Gänge hat jedes seine ihm zugeteilte Aufgabe, weiß, was es zu tun hat und führt es so sorgsam aus. Kaum ist sie der Schale entschlüpft, bemüht sich die Ameise zur gewordenen Puppe schon auf ihren noch ganz weichen, schwankenden Beinen um die Larven und Puppen. Sie füttert sie unaufhörlich, dreht sie hin und her, wendet, bürstet, kämmt und putzt sie und bettet sie um. Den unterirdischen Bau verlässt sie nicht, bevor ihre Glieder und der Chitinpanzer sich gefestigt haben. Erst dann wird sie Kundschafter, Spion, Hirte, Futtersucher, Gärtner, Pilzzüchter, Schnitter, Erdarbeiter, Maurer, Tischler, Honigbehälter, Kriegerin, Amme, Wirtschafterin und so weiter. Je nach Rasse, Berufung, Eignung oder je nach den Befehlen des Gemeinschaftsgeistes. Freilich, manchmal ist die Spezialisierung ihr von Geburt an so vorbestimmt, dass sich sogar ihr Körperbau danach richtet. Derartige Veränderungen sind nicht in dem Maße verbreitet wie bei den Termiten. Sie sind jedoch ebenso tiefgehend und ebenso durchgreifender Natur. Gewisse Arbeiterinnen hat ihr Schicksal mit einem besonderen Werkzeug ausgerüstet. Je nachdem, was ihre Aufgabe sein soll, zu säen, sägen, schneiden, zu zerstückeln, zu bohren oder zu zermalmen. Wer Soldat wird, erhält 2-3-mal so große, scharfe, gefährliche Kiefer wie die anderen. Etliche wieder besitzen Kiefer mit Sprungfedern, sodass sie wie Flöhe springen können und mit dem verblüfften Gegner entkommen. Der noch wenig bekannte Gast der brasilianischen Urwälder, der geheimnisvolle riesenäugige Gigantiops destructor, schwingt sich von Zweig zu Zweig, während die indische Ameise Harpignatus cruentatus durch eine Art Spannung ihrer Kinnhaken über einen halben Meter weit zu springen vermag. Manche sind mit Dornen bedeckt, andere mit Schutzhüllen für ihre zerbrechlichen Fühler versehen. Wüstenbewohnerinnen, die ihr Leben lang Sandkörner karren müssen, haben riesige Köpfe in Form von Spaten oder Löffeln. Man braucht bloß ein paar Gesichter der verschiedenen Arbeiter- und Soldatenarten auf ein Blatt Papier nebeneinander zu legen. Es wird die unheimlichste Maskensammlung sein, die je ein Karnevalier von Nizza oder Venedig erdacht hat. Achtens. In eine der merkwürdigsten Masken vermummt sich der Hauswacht oder Torwächter. Richtiger gesagt ist er gar kein Torwächter, sondern sein zweckentsprechender, ungeheuerlicher Kopf ist vielmehr die eigentliche Tür, die wie ein Pfropfen die Nestöffnung genau verschließt. Befindet sich das Nest zum Beispiel in einem Bambusrohr, so nimmt die Stirn des Torwächters Aussehen und Farbe des Rohrs an. Sitzt es im Stamm eines alten Birnbaums, sogleich die Stirne der Birnbaumrinde. Es gibt eine ganze Menge Zwischenformen des neugeborenen Torwächters oder Türkopfs. Den halben, den Nebentorwächter, den Torwächteranwärter, den aus Neigung und so weiter. Wobei anscheinend das Organ das Schicksal bestimmt, wenn es nicht umgekehrt ist und das Schicksal das Organ bestimmt. Ganz neuerdings hat man noch überraschendere Spezialisten entdeckt oder zu entdecken geglaubt, nämlich Feuerwehrameisen. Eine Ameisenforscherin, der wir schon manche interessante und gewissenhafte Beobachtung verdanken, ist Frau Marguerite Combe, die Tochter des großen Botanikers Gaston Bonnier. Sie berichtete in einer im Journal de Psychologie Normale Pathologique abgedruckten Anmerkung und in Mitteilungen an die französische Entomologische Gesellschaft. Beides wurde dann in einem in der Revue des Deux Mondes vom 1. April 1930 erschienenen Artikel zusammengefasst und vervollständigt. Sie habe im Gehege des Laboratoriums für Pflanzenbiologie zu Fontainebleau wiederholt gesehen, wie ein Trupp Formica rufa einen auf dem Nest angezündeten Wachsstock gemeinsam in Angriff genommen und manchmal binnen 10 Sekunden, dann wieder in 10 Minuten durch Bespritzen mit Ameisensäure gelöscht habe. Oft fielen die Ersten, die sich an die Flamme heranwagten, ihrem Heldenmut zum Opfer. Bei den anderen Versuchen löschten die Ameisen, so stellte man einwandfrei fest, einen starken Brennort, wie man bei Schlüsselwärmern benutzt. Des Öfteren vorgenommene Wiederholungen zeitigten stets den gleichen Erfolg.
Immerhin musste zugefügt werden, dass das Talent zum Feuerlöschen offenbar eine Ausnahme bildet. Denn von den 6 Ameisenvölkern der Fornica rufa, die sich in dem von Frau Komp beschriebenen Gehege befinden, besitzt nur ein einziges. Und zwar ist es immer wieder dasselbe, diese natürliche Fähigkeit, und bewahrt sie sich von Jahr zu Jahr. Au revoir.